Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. 119 Sterne, ein einziger fehlt uns, bis wir jeden einzelnen haben. Und diesen Stern gibt's hier, weshalb ich eigentlich nicht nach unten will. Der letzte Gourmet-Luma will Sternteile haben, und zwar 1600 können wir dir geben. Und dann werden wir heute noch das Final Boss Rematch, sollte es wirklich noch nötig sein. Ich habe halt den Final Boss immer erst. Obwohl doch, müsste eigentlich trotzdem, ja. Also ich denke halt schon. Aber vorher müssen wir noch den letzten und vermutlich nervigsten Gourmet-Luma-Stern holen. Das ist ein bisschen Trial and Error. Ich weiß leider auch nicht mehr auswendig, wie die ganze Kacke hier war. Deswegen werde ich ein, zwei Versuche brauchen. Und zwar geht es ums Hasenfangen. Was ist denn? Ach so. Und wozu muss man das jetzt einbauen? Willst du nicht flachsen? Dazu. Ich hab mich geschüttelt! Jetzt muss ich wieder eine halbe Stunde warten, weil der jetzt wieder wie so ein scheiß Komet in der Erdumlaufbahn rumfliegt. Das ist aber nicht die Erdumlaufbahn, sondern das nicht die Erde ist. Schön! Ey, wir sind scheiße! Das weiß ich. So, Zeitlimit und wir müssen alle bekommen. Hier im Schnee sind Bodenplatten versteckt, das weiß ich noch, da hilft einem das hier. Ich glaube, ein eigentlicher Löcher ist auch ein Hase. Okay, da habe ich gerade einen Schalter aktiviert. Wir müssen eben auch auf die Löcher achten. Es ist eine Scheiß-Challenge, sage ich, wie es ist. Hä? Es fehlt noch eine Bodenplatte oder was? Und ein Loch. Nee, kann nicht. Hier ist die Platte. Mit einer Feuerblume. Mit der kann man dann hier lauter Zeug zerstören. Ich mach erstmal. Ach stimmt, man muss die Dinger ja auch noch so hässlich rumlotsen eigentlich. Jetzt ist die Frage, ist der letzte wirklich hier in so einem Loch? Keine Ahnung. Ach, die sind beide schon hier reingerannt. Wir sind so gut in der Zeit, aber wir müssen jetzt noch gucken, wo eben der letzte ist. Ich bilde mir eigentlich auch ein, dass es hier irgendwo in einem Loch war. Aber wo? Hier ist ein Loch, aber das macht nichts. Es ist halt Trial and Error. Da! Wir können auch oben zur Feuerblume reinlocken. Ich zück dich an, du kleiner Haufen! Scheiße! 50 Sekunden Rest! Nur zwei Drittel der Zeit gebraucht. Jawoll. Das hat geklappt. Scheißviech 1. Scheißviech 2. Auf dich stampfe ich nicht, keine Angst. Nochmal Scheißviech 2. Ich sagte, ich mache nichts mit dem. So, ich will jetzt nur mal testen. Nein, das ginge nicht. Überraschung. So, Stern 120. Wir haben jeden einzelnen ranzigen Powerstern. Wir haben welche aus dem Müll gefischt. Aus dem Rachen von der fetten Hexe. Wir hatten den legendären 69er Stern. Wir haben alles geschafft. 444 Sternteile. Schöne Anzahl. Wir haben nun genügend Sternkraft, um in eine andere Welt zu reisen. Aber lass uns vorher noch einmal der Schildkröte auf die Fresse geben. Warum? Um ihn zu demütigen.
Ja, lass machen. Dir ist aber durchaus klar, dass ich nicht mal alle 120 haben könnte, wenn ich ihn nicht schon besiegt hätte, oder? So, skippen wir die Sequenz. Ich glaube, das ist ihr nicht klar. Aber die lila Kometen bekommt man ja erst, nachdem man Bowser besiegt hat. Das war echt irgendwie lächerlich. In Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2 und Mario 3D Land muss er das Boss-Level irgendwann, wenn man mal 100% wiederholen. Ich meine, an sich mag ich Final Boss Level und ich spiele die auch gern nochmal. Bloß die Einbindung, die Logik ist halt ein bisschen nicht und vorhanden. Ich glaube, dass man echt dazu gezwungen wird, die zweimal zu spielen. In 3D Land ist wenigstens der Boss etwas stärker. Meinst du? Ich finde den Boss in 3D Land oder World? Land. Er ist so oder so in beiden nicht stark. Ich meine, er hat beim zweiten Mal spielen, also wenn man das lieber stehen gemacht soll, leicht mehr lang fallen. Ach ja, stimmt, der ist ein bisschen geupgradet und trotzdem noch scheiße, guter Jump. So, Zentrum des Universums haben wir ja schon mal gespielt. Und jetzt gehen wir hier nochmal durch. Und nicht mit weniger Tempo. Die Landung war natürlich voll und ganz berechnet. Digga, das waren gerade ein paar bisschen knappe Calls. What? Was? Na, wenigstens ist es nicht selbstverständlich. Ich outplay das Zentrum des Universums. Scheiße, Mann! Ich war doch in dem Kacklicht! Was willst du denn? Das hätte was gesagt, das hatte ich auch gleich. Eigentlich nicht, das war halt echt kompletter Betrug. Ja, genau, ich spawn hier? Jetzt mal im Ernst, ich war doch voll in dem Licht drin, da kann mir keiner was sagen. Ja, scheiße, da, ich hab gar nicht gesehen, dass das. Alles klar, jetzt komm, halt doch dein. Als ob ich jetzt in dem Level verkack! Was ist denn das für ein Scheißende? Wir haben im gesamten Spielverlauf gerade mal gefühlt zwei Tode bekommen. Also ein paar mehr waren es schon, aber waren sie überhaupt zweistellig? Ich weiß nicht. Und jetzt in der Stage, die ich auch mit Abstand am häufigsten gespielt habe, am besten kann. Hier kommt jetzt sowas. So. Vor allem habe ich die ganze Zeit so gut durch. Bin ich so gut durchgekommen. Damit ich dann hier verarscht werde. So. Jetzt kommt der ekelhafteste Planet, bei dem es echt gefühlt eine Kunst ist, No-Hit durchzukommen. Ich frage mich immer noch, wie ich das beim ersten Durchspielen geschafft habe. Also, das hat die kaum zweites Kreis normal gemerkt, die spielen, musste das noch nicht machen. Hier, man muss ja auch noch schnell sein, weil die Dinger verschwinden. So, ich brauche mal eins von euch Dingern. Danke. Und jetzt nervt mich nicht mehr. Lieber noch mal kurz warten. Also, wäre echt schön, wenn wir hier jetzt nicht unnötig hängen würden. Danke, das wird noch ein Gegentreffer, oder? Nee. Ja, das schon, nee. Ja, noch einer. Alter, ich hab noch nie so scheiße gespielt auf dieser Stage. Mach doch die scheiß Statue kaputt. Ich hab, glaube ich, im Zentrum des Universums echt noch nie so bad gespielt wie jetzt. Und das ist traurig. Gerade nach diesem eigentlich so skillbasierten Let's Play, das so gut lief, muss das das Ende sein. Dafür zeigen wir es jetzt aber Bowser nochmal komplett.
Sag mal, ich hab euch schon mal auf die Fresse gehauen. Ich meine, du machst ja sowieso nix. Du hast mich einmal bekämpft, hast dabei nix geleistet. Okay, andererseits, welcher Boss in dem Spiel hat was geleistet? Ich meine, mit dem ersten Boss, Megalek, klingt deutlich besser als Dreibein, deswegen nenne ich ihn Megalek, haben wir einfach ein bisschen gespielt, um dann zu cheesen. Bowser ist sowieso nie eine Challenge gewesen. Dieser fucking Feuer-Octorok hat nicht mehr geleistet als seine Form in der ersten Galaxie. Und Bowser Jr. hat ein bisschen Bum-Bum tot gemacht. Die Zeit ist gekommen. Wie, du hast mich schon mal... Halt's Maul! Ich hab immer noch den legendären 69er. Nein, den hab ich. Du hast nur so einen Fake, keine Ahnung, 187er oder so. Aber den legendären 69er Stern hab ich. Und jetzt macht nicht Auge, sondern Krepier. So. Zack, auf die... Alter, ist das dein Ernst? Die Münze musste ich mir jetzt holen. So, wie wär's, wenn diesmal meine scheiß Drehattacke rauskommt? Damit ich ihm auf die Fresse schlagen kann. Hui. Hui. Und hui. Als ob, das war doch. Der eine Stein da ist auch ein bisschen... Ja, so viel dazu. Vergessen wir einfach dieses scheiß Final Rematch. Hier läuft alles wie scheiße. Ich stelle mich hier so bad an. Am Ende kommt der hier jetzt noch zum Angriff, oder was? Also so weit geht das jetzt ja wohl nicht, oder? Eben. LOL, stellt euch vor, Bowser greift in dieser Phase an. Was für eine dumme Idee ist denn das? So, und jetzt wieder Phase 3. Hui, mach halt deine Laserstrahlen. Die machen nichts außer Nerven. Achtung. Da ist er. Verbrennt sich seinen fetten Reptilienarsch. Und kriegt dann auch noch eine rein. Komm her. So, letztes Leben. So, jetzt kommt hier wieder die volle Ladung. Von allen Seiten. Aber hier werde ich nicht getroffen. So, dass ich wenigstens jetzt beim letzten Leben nicht getroffen wurde, hat zumindest noch mal ein bisschen die Scheißleistung im Level wieder gut gemacht. Ja, krepier leiser. Apropos, wenn der Planet eine Anziehungskraft hat, was er ja haben muss, weil Luigi noch draufsteht. Wieso fliegt Bowser dann einfach random weg? Ich sag's ja, seht ihr, das ist eindeutig ein Imitat, das erkennt jeder. Das ist der 187-Stern, nicht der 69-Stern. Ach, Bowser, du bist ein Anfänger. Das wahre Adlerauge erkennt den Unterschied. Also, vielleicht kann man die Endsequenz skippen, wäre ganz schön, hab ja schon genug drüber geredet. Und dann könnten wir auch wirklich das Spiel ein für alle Mal heute abschließen. Oh, wer hätte das nur erwartet? Ich spamme jeden Knopf. Außer Power Tau.
Ja, die werden tatsächlich die Szene nicht skippen. Wir können es ja mal testen. Oh, Überraschung, die Szene läuft noch. Power teste ich jetzt mal nicht. Alter, warum kann man die Szene nicht skippen? Aber die Szene, wie man hier hinkommt, schon. Und warum bist du golden? Obwohl, wahrscheinlich hat uns jetzt ein... Vielleicht ist einfach der echte 69-Stern nochmal zu Besuch vorbeigekommen. Jetzt hör auf zu labern, du fettes Reptil! Wir kennen deinen Scheißmonolog! Ich spamme hier wirklich die ganze Zeit Buttons! Hier, ey, Sekunde. So, ich spam jetzt Buttons auf dem Wii U Pro Controller. Macht auch nix. Überrascht euch das? Mich nicht. Ich bin fett. Kann man einfach mit Knöpfen setzen. Nee, Digga. Wenn die Zuschauer das aushalten müssen, muss ich das ab. Nee, andersrum. ja, mach dickes Boom Boom. Na, ich meine, ich setz doch keinen Schnitt. Guckt mal, da ist Bowser, sobald man sein Schild in Smash auch nur berührt. Digga, Luigi schwimmt da rum, als wäre ein fucking Embryo. Digga, gebt euch mal diese Scheiß-Grafik. Spiele ich hier auf der Wii oder was? Ich hoffe, ihr mochtet meine tollen Einschübe, die ich gesetzt habe. Ich lasse die Credits jetzt mal drin, weil ich glaube, die haben andere Bilder jetzt bei dem, nachdem man 120 Sterne hat. Wir spielen hier immer noch Super Luigi Galaxy. Ich kann auch schon mal sagen, es wurde ja schon mehrfach gesagt, man kann in eine andere Welt reisen. Das ist noch ein letzter Stern, den man mit Mario und mit Luigi holen kann, aber erst... Nachdem man mit Mario muss man ja 120 Sterne sammeln. Ja, das sind andere Bilder. Mit Mario muss man ja 120 Sterne sammeln, damit man Luigi freischalten kann. Und wenn man mit dem noch 120 Sterne sammelt, kann man mit beiden noch jeweils einen Stern, der bei beiden derselbe ist, sammeln. Und das zeigt vor allem Mario. Ja, was sonst. Und das machen wir dann gleich auch noch. Diesen letzten Stern holen, der anders als in Super Mario Galaxy 2 als letzter Stern, aber nicht gerade der schwierigste ist oder sowas. Ja, im Gegenteil, es ist ein kompletter Entspannungsstern, bei dem es gefühlt Talent braucht, um einen Weg zu finden, zu sterben. Da unten ist normalerweise ein Weg. Ich sag ja einen. Es gibt einen einzigen und da muss man dann erstmal drauf kommen. Der Skelettai-König. Ich sagte ja nicht, dass es unmöglich ist, zu sterben. Ah ja, ich hoffe, die Torts sitzen da immer noch fest. Aber ich glaube leider nicht. Nee, tun sie nicht. Ansonsten werden sie nicht so viele Paper Mario. Ich meine natürlich. Andererseits, Captain Toad haben wir, glaube ich, in Paper Mario noch nicht gesehen. Natürlich, weil ja so unterschiedlich. Ja, irgendwie schon. Jetzt kommen überhaupt keine Bilder mehr, oder? Oh, doch. Ach, Feuerpiranha. Der Boss, der am längsten gebraucht hat, im ganzen Spiel zu besiegen und so weiter. Jetzt mal im Ernst. Kann es sein, dass ich gegen die normale, Dino-Piranha länger gebraucht habe als gegen die Feuer-Dino-Piranha? Ich schließe es nicht aus. Das nochmal Usain Bolt, unser aller Lieblingscharakter. Auf den Namen bin ich stolz, der heißt jetzt offiziell so. Ja, und genau, ein Bild von Luigi gibt's. Und zwar Zentrum des Universums, wie ich mich da anstelle, wie scheiße. Ach, jetzt kommt auch mal Luigi. Das da unten mit dem Sternball war ja auch toll. Hatte ich erwartet, dauert einen Moment, dann war ich nach 15 Sekunden wieder vom Sternball unten. Ja. Ach, da dürfen sogar mal beide auf ein Bild. Komm, jetzt noch ein Bild mit Luigi und Luigi. Und dann auch eins mit Mario und Mario am besten.
Komm, bauen wir auch gleich noch Waluigi ein, oder? Ja, und dann noch Peach mit Peach. Du meinst wohl rosa Gold Peach. Warum kann man die denn nicht spielen? Ja, ne? Echt enttäuschend. Ja, gegen Bowser wird natürlich Mario gezeigt. Rosa Gold Peach ist der nötigste Charakter, der je eingefügt wurde. Schön ist jetzt trotzdem nicht das Thema. Also, gegen Bowser wird natürlich nur Mario gezeigt. Alles Mario. Wir spielen hier den Luigi-Modus. Der hat auch was gemacht. Und zwar vermutlich einen besseren Job als Mario in seinem Let's Play. Es war wär's. Also, da kann man nichts sagen. Das Let's Play war schon sehr von Skill geprägt. Auch wenn ich dabei bleib, dass es doch... Thank you for playing my game. Dass es doch sehr belastend ist, dass im allerletzten Level dann so ein Scheiß los war. Eine Frage, warum sind da Möwen? Da ist weder Wasser noch irgendwas. Okay, da ist eine Pfütze irgendwo. Die Szene gab's ja auch schon im Mario-Modus, oder? Ja. Ja, jedenfalls so lange, bis ich wieder zu dir hinrenne, Nachfolger, wo du dich ganz zufällig alleine in einem schwebenden Haus hinterm fucking schwersten Stern der gesamten Reihe versteckst und dann sagst, Alter, läuft bei dir, kannst mich mal... Oh, stimmt, das ist ja gar nicht die letzte Folge, es gibt ja noch das Bilderbuch! Stimmt. Lel. Und sag mal... Ist das Haus durchgängig? Ist die gerade einfach auf einer Seite rein und auf der anderen wieder rausgegangen? Das Bilderbuch kommt dann nächste Folge noch. Ups. Ist natürlich die Frage, wann die nächste Folge kommt. Die nächste Zeit danach ist Mario Galaxy 1 und 2 zu Mario Galaxy 1 und 2 unabhängige Stories. Ja, und da ist Elül. Die große finale Galaxie hat sich geöffnet. Naja, groß ist die jetzt eigentlich nicht unbedingt. Okay, kommt drauf an, wie man es sieht. Wir müssen den Stern, wie gesagt, mit Mario und Luigi holen. Wir gehen zuerst mit Mario. Denn dieses Projekt steht unter Luigis Zeichen. Er wird den Abschluss machen. Also, darf ich jetzt endlich in die andere Welt reisen? Nicht in den du Rosalina ansprichst. Wie sonst? Der grüne Sternring und dann auf der Rückseite des Planeten. Alter! Das kriegt man halt nicht gesagt! Hier. Willst du reisen? Reiseziel, großes Finale Galaxie. Digga, das klingt jetzt so, als wäre das so krass wie die Hüpfeld-Galaxie. Und dabei ist es, wie gesagt, so der entspannteste Stern des Spiels. Und wo findet er statt? Willkommen zum Sternenstaubfest. Mit Luigi haben wir sie nicht gesehen, aber die Intro-Sequenz haben wir doch alle noch im Kopf. Wir dürfen jetzt hier beim Sternstaubfest im Pilzkönigreich noch einmal lila Münzen mit beiden Charakteren sammeln und treffen dabei nochmal auf verschiedenste Charaktere. Wow, ist das klasse! Der berühmte Todsuchtrupp ist zurück. Hast du gehört, was für einen tollen Job sie gemacht haben? Einen Scheißjob haben die gemacht.
Der rennt ein bisschen, als wäre zurück. Guten Abend. Alter, der grüßt mich sogar. Ich hab schon auf dich gewartet. Ich nicht. Das ist schön. Die haben anscheinend alle nicht so relevanten Dialog. Ich wurde eingeladen. Ihr habt frei. Schön. Alter, das stelle ich mir eine richtig geile Aussichtsplattform vor. Oh, was eine Gönnung. Stellt euch vor, Mario Galaxy auf die Switch geportet. Wie geil würde das dann erst aussehen? Alter. Oder eben gar ein neues Mario Galaxy. Ich glaube tatsächlich, von allen 3D-Marios ist Galaxy das, was am ehesten noch einen weiteren Teil bekommen sollte. Ist die Wahrscheinlichkeit auf den Odyssey-Nachfolger nicht etwas höher? Ja. Hallo, wie geht's? Das Fest hier ist toll. Meinen Schülern scheint es auch Spaß zu machen. Bin ich froh, dass ich sie mitgebracht habe. Ich werde hier jetzt nicht mit jedem reden. Ich denke, ist klar, warum. Aber hier, Moment. Ich dachte kurz, da steht Sucuk. Das war meine Imitation des Oh, das ist gar nicht Captain Toad. Der ist rot. Ich habe das wegen seinem Lichtschein nicht erkannt, was der für eine Farbe hat. Was macht ihr hier? Halte die Mülltrennung ein, Alter, willst du? Das ist also Peachless. Ist wirklich so schön wie alles Hagen. Ja? Ist schon cool. Hier kann man noch ein bisschen im Wasser laufen. Aber man kann nicht darin ertrinken. Also ich muss sagen, wenn man hier so die Umgebung auch anguckt, Peach Schloss hat man ja schon hin und wieder gesehen. Aber das finde ich wirklich die schönste Umgebung hier. Es ist halt schon echt cool. Also Mario 64, so wirkt zum Beispiel komplett seltsam. Moin! Mario, hört das an! Wir wurden vom Suchtrupp zur Leibgarde befördert. Niemand will auch nur seine Finger auf Prinzessin Peach legen können. Das heißt, Bowser oder Boo-Hus, die sollen nur kommen. Ja, Boo-Hus könnte... Ab hier sieht das fast genauso aus wie Mario 64. Ja, aber erst ab hier. Hier, dieses Feuer ist die einzige Stelle, an der man sich verletzen kann im Level. Ihr merkt auch, das ist die einzige schwere Münze. Die ist auch nicht schwer. Ich hol die gleich. Hier sind die Sternhasen. Danke, dass du bisher mit uns gespielt hast. Lass uns mal wieder spielen. Nein. Sieh dir nur den tollen Sternstaub an. Digga, ich hab so viel von der Scheiße gesammelt. Ich hab meine Geschwister mitgebracht. Ich seh's. So was Tolles hab ich noch nie gesehen. Ihr merkt auch, das ist definitiv kein schwerer Stern zum Sammeln. Briefträger Toad. Mario, wenn du alle lila Münzen eingesammelt hast, komm wieder hierher. Ich hab eine wichtige Botschaft für dich. Ich will mal kurz gucken, inwiefern man hier noch lang kann. Na, gar nicht eigentlich. Aber ich finde, das sieht schon cool aus. Hier ist schön gemacht. Da drüben, der Wasserfall sieht ein bisschen komisch aus, aber... Dann holen wir uns mal die letzte lila Münze. Das gleiche machen wir dann eben gleich auch nochmal mit Luigi. So. Da haben wir sie. Ich find's ganz schön, dass man hier sowas als Abschluss hat. Das ist gerade vollkommen in den Boden reingeknallt. Ich rede gleich mit dir. Ich wollte noch mal kurz zur Tür von Peach Schloss gehen. Na toll. Mario, ein Glückwunschbrief für dich ist angekommen. Nimmst du ihn an? Nee, sicher nicht. Ich habe den Brief an die Weepin-Wand geschickt. Was da drin steht, das gucken wir uns gleich an. Für Luigi bekommt man nämlich, soweit ich weiß, noch einen. Und das ist Stern 121. Wie viel jetzt mal in Mario Galaxy? Der letzte große Stern. Und zwei, also, die 100% mit Weepin-Wand Beiträgen belohnt. Besser als eine Kackwurst, mit der man Keck Fortnite-Tänze machen sehen kann. Also, damit hat Mario alles gemacht, was er in diesem Projekt machen kann. Mario Galaxy ist zwar seit einiger Zeit rum, aber jetzt hat er den letzten Stern bekommen. Und nun zum wirklich letzten Stern dieses Spiels. Luigis Stern 121. Und auch wenn das Level schön ist und man sich da doch gerne Zeit lässt, bin ich dafür, dass wir wirklich noch einmal
den letzten Stern jetzt ganz im Zeichen dieses Playthroughs setzen und einfach die Scheiße so schnell sammeln, wie nur irgendwie Menschen möglich. Einfach weil wir überall hier in dem Spiel komplett auf Cheesen und Abkürzen gegangen sind, alles durchgeskillt haben, wie so ein Skillmann. Alter, meine Vergleiche. Das Sternstabfest auch für Luigi. Jetzt mal im Ernst, das in HD zu sehen wäre halt schon geil. So, los Luigi, schneller! Workout! Also ihr merkt, man kann eigentlich nichts verpassen, wenn man einfach geradeaus läuft. Och, die auch. Das ist nicht die Idealroute, wie es scheint. So, ja, nicht von dem Typen ablenken lassen. Perfekte Landung. Ja, daraus dieses Level schnell durchzuspielen, kann man eine Wissenschaft machen. So, die Münze schön auf dem Weg mitnehmen. Und dann die letzten Coins. Alter, ich bin einfach der Speedrun-Gott. Das ging tatsächlich relativ schnell, ihr seht es. Und Briefträger Todd hat auch für Luigi. Ein Glückwunschbrief. Auch an die Wii-Pinwand. Yay. Und das ist offiziell der letzte Stern von Super Mario bzw. Super Luigi Galaxy. Beides zusammen. Wir haben 121 Sterne mit beiden Charakteren. Das heißt auch mit Mario Galaxy 2 neulich. Wir haben die 242 Sterne des ersten und des zweiten Teiles alle gesammelt. Da bist du auf 484. Schön. Und jetzt können wir ja hoffen, dass irgendwann vielleicht noch 242 weitere Sterne in dieser Reihe hinzugefügt werden. Hier noch einmal die Sterne. 120 Sterne hast du alle Sterne des offiziellen Mario-Universums. Ja, dazu müsste ich halt Mario 64 noch durchspielen. Obwohl, nee, Mario 64 DS hat 150. Stimmt. So, und jetzt gucken wir uns noch die Glückwunschbriefe an, die wir für diesen endgültigen Abschluss bekommen haben. Heute. Heutig. Danke. Das ist jetzt aber Luigi, ne? An Luigi, danke, dass du so weit gespielt hast. Nee, wirklich, echt toll, du kannst stolz auf dich sein. Die versammelte Super Mario Galaxy Crew. Auf Deutsch der Todsuchtrupp. Rosalina, die irgendwie guckt, als hätte sie einen Stock im Arsch. Und Luigi. Ah, da ist Marios Brief. Genau derselbe Text. Der ist aber nicht beim Sternstabfest, sondern chillt mit Peach beim Palumas auf der Eierplanet-Galaxie. Soll das ein Zeichen dafür sein, dass Mario und Peach und Luigi und Rosalina heiraten wollen? Ah ja. Und damit war es das mit dem Let's Play zu Super Luigi Galaxy und offiziell Super Mario Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like auf dem Video da, ein Abo, wenn ihr weitere Projekte nicht verpassen wollt. Und es beginnt bald das nächste Projekt. Und bald heißt vermutlich für euch morgen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.